Und es folgt Serafi. Staccato Granos. Staccato beherrscht das Bild in diesem Jahr. Auch er hat eine hervorragende Prüfung gemacht. Dieser dann weiter auf Zeus und inshallah zurückgehende Hengst. Ebenfalls sehr typvoll, sehr trocken, markant in der Textur. Ein Sportler, so wie Sie uns vorstellen. Herzlichen Glückwunsch an den Züchter Wilhelm Hobelheim und alles Gute für dieses Pferd. Links an der kurzen Seite. Über den Tunnel von der langen Seite jetzt angekommen. Staccato. Achel Libero. Verletzte Floh und Kolo für Blut. Führt er in seinen Adern. Die 21. Hier im Bereich des Tunnels. Semperi ebenfalls am Staccato. Hochinteressant aus Staccato an alle Warnungsmutter. Bitte alle drei Pferde Blockarbeit aus der Runde Tempowechsel an den gleichen Zeitpunkt. Ja, meine Damen und Herren, hier ist die drei Springhengst in der dressurmäßigen Arbeit. Vierjährige Junghengste in Springen vorzustellen, ist natürlich auch immer ein bisschen mit Risiken behaftet. Muss man gleich dazu sagen, aber nicht da, wenn auf Rittigkeit zu sehen ist. Wenn wir hier vorne uns den Sempris hier in der kurzen Seite noch mal zusammen mit Nummer 20 mal ansehen, genau das hat mich auch in der Prüfung schon. So, und jetzt wollen wir einmal die Hindernisse. Beginnen wir mit der 20 mit Sempris. Staccato. Achel. Und gleich schon jetzt 25. Super. 24 Volt. Gassier. Intelligentes, ein leistungsbereites Pferd. Das gilt genauso auch für Sempervi. Jawohl. Abdruck. Blößender spielerisch. Die Abmessungen sind natürlich. Reaktionsschnelligkeit.